Îmi face plăcere să deschid această conferință de presă alături de doamna ministru federal al afacerilor interne, doamna Nancy Fraser. Es mir eine große Freude, heute die Pressekonferenz zu eröffnen in der Anwesenheit der Frau Bundesministerin für Inneres aus Deutschland, domnul Thomas Hitzlsperger, Herr Thomas Hitzlsperger, ambasador al fotbalului german, Botschafter des deutschen Fußballs, care a însoțit-o pe doamna ministru în această vizită importantă, Begleiter der Frau Bundesministerin bei diesem sehr wichtigen Termin, alături de colegii din delegația germană, zusammen mit den Mitgliedern der deutschen Delegation, și nu în ultimul rând alături de domnul Ionuț Lupescu, nicht letzten Endes mein Freund Herr Ionuț Lupescu, binecunoscută personalitatea sportului große românesc, große Persönlichkeit der rumänischen Sportes, și președinte onorific al clubului Dinamo București, und ehrhafter Vorsitzender des Clubs Dinamo Bucharest. Sunt onorat de această vizită, ich fühle mich sehr beehrt, pe care doamna ministru a făcut-o la invitația noastră în urmă cu ceva vreme. Ich habe die Einladung ausgesprochen vor einiger Zeit. Este o vizită importantă pentru noi. Es ist ein sehr wichtiger Besuch für uns. Ministerul German de Interne este un partener important al Ministerului Român de Interne. Deutsche Bundesministerium für Inneres ist ein sehr wichtiger Partner für das rumänische Innenministerium für innere Angelegenheiten. Am beneficiat de un sprijin constant al acestui minister în dosarele noastre importante, inclusiv în dosarul Schengen. Wir haben nachhaltige Unterstützung seitens der deutschen Partner bekommen, insbesondere auch in dem für uns sehr wichtigen Themenbereich Schengen. Și ne întâlnim într-un context de tradiție de colaborare între țările noastre. Und wir treffen uns in einem Rahmen der Tradition und Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Între care un liant foarte puternic este minoritatea germană din România. Eine sehr gute Verbindung dazu ist auch die deutsche Minderheit in Rumänien. Dar și comunitatea română care trăiește și muncește în Germania. Aber auch die rumänische Gemeinschaft, die in Deutschland arbeitet und lebt. Am discutat dosare importante, wir haben sehr wichtige Themen gesprochen für uns, dar și pentru construcția europeană. Aber auch für die europäische Gemeinschaft. Am abordat aceste dosare din dublă perspectivă, bilaterală și europeană. Diese Themen aus zwei Seiten angesprochen, bilateral und europäisch. Spre exemplu, așa cum am subliniat în discuțiile noastre, ich habe das unterstrichen in unseren Gesprächen. Schengen nu este un dosar important doar pentru România. Schengen ist nicht wichtig nur für Rumänien. Este un dosar important pentru Europa. Sondern wichtig für ganz Europa. Și rezolvarea lui în anul 2024. Und die Lösung in 2024. Va demonstra coeziunea europeană. Wird die europäische Kohäsion beweisen. Și faptul că acest proiect funcționează. Und die Tatsache, dass unser Projekt auch funktioniert. Într-un context în care, in einem allgemeinen Rahmen, un curent din ce în ce mai important anti-european, es gibt einen Zug anti-europäischer Natur, se face auzit. Und den kann man hören. În multe state din Europa. In mehreren Staaten in Europa. România îndeplinește criterii tehnice de 14 ani. Seit 14 Jahren sind wir fertig mit den technischen Kriterien. Ne bucurăm că anul trecut s-a făcut un pas important. Und wir freuen uns, dass wir voriges Jahr einen wichtigen Schritt nach vorne tun konnten. Găsind o cale comună de rezolvare și colegii austrieci. Wir haben einen Lösungsansatz auch mit den österreichischen Kollegen gefunden. Puternic sprijiniți de țările europene și de Comisia Europeană. Sehr stark unterstützt von unseren anderen europäischen Freunden und der Europäischen Kommission. Puternic sprijiniți de Germania. Sehr stark unterstützt durch Deutschland. Și am reușit ca să generăm decizia Consiliului din decembrie 2023. Wir sind dazu gekommen, dass wir eine Entscheidung getroffen haben auf Ratebene im Dezember 2023. Dar acest pas trebuie continuat cu următorul. Dieser Schritt muss aber mit anderen Schritten nachfolgen. Privind frontierele terestre. Bezüglich der Landgrenzen. Istoria Schengen a cunoscut și alte exemple de state care au intrat în etape cu frontierele în spațiu Schengen. Schengen-Geschichte kennt auch andere Beispiele von Staaten, die erstens mit anderen Grenzen eingegangen sind und dann komplett. Istoria Schengen nu cunoaște niciun exemplu în care un stat să fi rămas doar cu o parte din frontiere în Schengen și cu altele în afara Schengen. Die Schengen-Entwicklung kennt keine Beispiele von Staaten, die nur teilweise Schengen geworden sind und die anderen Landesgrenzen noch nicht. Și credem că istoria va fi confirmată în acest an, und 2024. 2024 glauben wir, dass die Geschichte sich bestätigt sein wird, auch für uns. Și România va finaliza acest dosar cu sprijinul statelor membre. Und Rumänien dieses Thema auch al Comisiei, wird mit Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten der Kommission. Și într-o bună cooperare cu Austria. Und in einer guten Zusammenarbeit mit Österreich.
Cooperăm foarte bine pe migrația, combaterea migrației ilegale. Wir arbeiten sehr gut zusammen in der Bekämpfung der illegalen Migration. România performează la vârf în Europa în combaterea migrației ilegale. Rumänien ist Leistungsträger in Europa mit Bezug auf Bekämpfung der illegalen Migration. O demonstrează nu numai cifrele noastre. Das beweist nicht nur unsere Zahlen. Ci cifrele Frontex. Sondern auch die Zahlen von Frontex. Cifrele Comisiei Europene publicate periodic. Periodisch, in Eurobarometru Schengen, in den Eurobarometer für Schengen, dar și cifrele bilaterale ale vecinilor bilateral von unseren Nachbarn. Am confirmat acest lucru inclusiv cu domnul ministru Karner acum 2-3 săptămâni. Vor 2-3 Wochen auch mit dem Bundesminister Karner vor kurzem. Așa cum așteptam și pentru Germania și pentru alte state membre. Ich habe das auch erwartet, Deutschland und andere Mitgliedstaaten. Dialogul bun pe care îl avem cu colegii austrieci. Haben das gesehen, dass wir ein gutes Dialog mit Österreich führen. A contribuit la soluția de anul trecut. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir eine Lösung teilweise gefunden haben voriges Jahr. Și va fi o bază și pentru soluția mai departe pentru frontierele terestre. Das wird ein Grundstein auch für die zukünftigen Gespräche für die Landgrenze. Aceasta e modalitatea europeană de lucru. Das ist die europäische Weise zu arbeiten. Și noi am exersat-o cu succes anul trecut. Und wir haben das gut praktiziert voriges Jahr. Și ca și la fotbal, nu schimbăm tactica. Wie im Fußball können wir nicht die Taktik wechseln, die uns ein gutes Ergebnis gebracht hat. Am discutat despre creșterea cooperării polițienești. Wir haben gesprochen auch über das Verbesserung Potenzial der polizeilichen Zusammenarbeit. Am avut un sprijin important în colegii germani în rezolvarea unor cauze importante pentru noi. Bei den deutschen Kollegen für die Lösung von wichtigen Fälle für uns voriges Jahr. Inclusiv în cazul unui fugar care se ascundea în Germania și a fost rapid identificat. Die aus Rumänien gelaufen ist und in Deutschland gefunden wurde. De colegii români și colegii germani, maghiari, austrieci. Ungarischen, österreichischen, deutschen und rumänischen Kollegen. Dar în mod special cooperarea cu colegii germani a adus un rezultat. Die deutsche Zusammenarbeit hat uns zu einem konkreten Ergebnis geführt. Și de aceea persoana respectivă este acum în fața legii române. Die Person zurückgebracht nach Rumänien und wird Verantwortung vor Gesetz bringen. De asemenea, colegii noștri polițiști români au ajutat colegii germani în rezolvarea unor cazuri de crimă transfrontalieră. Für grenzüberschreitende Kriminalität. Și am discutat să ridicăm această cooperare. Wir wollen diese Zusammenarbeit weiterführen. Să schimbăm mai multe informații împreună. Verbesserten Informationsaustausch. Despre crima organizată. Über die OKA. Să creștem numărul de polițiști care lucrează în echipe mixte. Größere Anzahl von Polizeibeamten, die zusammen mit anderen Polizeibeamten arbeiten. Și să intensificăm dialogul la vârf între polițiile noastre. Und auch auf hoher strategischer Ebene verbessertes Dialog. Inclusiv reprezentanții BK. Auch mit den Vertretern des Bundeskriminalamtes. De asemenea, am discutat despre cooperare în domeniul protecției civile. Über Zusammenarbeit im Rettungsbereich gesprochen. Unde ambele țări au aparate foarte puternice. Wir haben sehr gute eigene Abteilungen. Recent s-a semnat un acord de cooperare. Haben wir ein Zusammenarbeitsmemorandum unterzeichnet. Care să ne ajute să multiplicăm. Sollte, dass wir multiplizieren können. Rezultatul eforturilor noastre. Die Ergebnisse unserer Anstrengungen. Combinând dotările logistice. Dass wir unsere Logistik zusammenstellen. Și atrăgând mai mult sprijin din partea Comisiei Europene. Wir mehr Unterstützung von der Kommission bekommen. În sfârșit am mulțumit doamnei ambasador. Ich habe Frau Ministerin bedankt. Pentru sprijinul acordat în Republica Moldova. Für die Unterstützung in Republik Moldawien. Nu numai de data recentă, ci de lung termen în spate. Nicht erst vor kurzem, sondern seit langer Zeit nachhaltig Unterstützung geleistet. Pentru noi evoluția către calea pe calea europeană a Republicii Moldova. Der Ablauf, europäischer Lauf der Republik Moldawien. Inclusiv sub aspectul întăririi siguranței publice bei și ordinii publice. Der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Moldawien. A statului de drept. Des Rechtsstaates in Moldawien. Sunt importante, sunt esențiale. Sind sehr, sehr wichtige Themen. Bătălia pentru democrație der Kampf și europenism und Europa este permanentă. Ist ständig zu führen. Și am mulțumit de asemenea pentru organizarea pe teritoriul Republicii Federale Germania. Ich habe mich bedankt für die Organisierung in Deutschland. A unor secții de vot pentru ca cetățenii moldoveni locale für să-și poată exprima acolo votul. Dass die dort wählen können in Deutschland. În general am pus bazele unei intensificări a cooperării noastre. Wir haben Grundsteine gelegt für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ressorts. Ne-am înțeles pe toate subiectele. Wir sind im Einklang auf allen Themen, die wir angesprochen haben. Am discutat soluții concrete. Wir haben konkrete Lösungsansätze gesprochen. Extrem de fericit. Und ich bin sehr froh.
să putem contribui împreună dass wir unseren Beitrag führen können la dezvoltarea parteneriatului nostru cu Germania. Die Entwicklung unserer Partnerschaft mit Deutschland. Vă mulțumesc foarte mult. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Dau cuvântul oaspeților noștri și Bitte. Sigur pe aceea suntem deschiși pentru câteva întrebări. Vă mulțumesc, doamna. Im Nachhinein werden wir auch offen sein für einige Fragen. Vă rog. Ich bitte Sie, Frau Ministerin. Ja, ganz herzlichen Dank an meinen Innenministerkollegen Herrn Pedrujo und vielen Dank auch für die Zusammenarbeit. Aber ich bedanke mich natürlich zuerst mal für den herzlichen Empfang hier in Bukarest, auch im Namen meiner Delegation. Ich freue mich, dass Herr Hitzesberger heute mit dabei ist. Neben einem Weltmeister zu sitzen, ist immer schön. Ich freue mich aber auch, Herrn Lupescu heute hier zu treffen, der ja lange in Deutschland gespielt hat. Und ich glaube, Herr Lupescu, Sie freuen sich im Moment sehr darüber. Ihr ehemaliger Verein Leverkusen kriegt jetzt die Meisterschaft. Das ist schon entschieden in Deutschland und ich glaube, das ist historisch für diesen Verein. Ich glaube, dass Sie das sehr, sehr freuen wird. Sie haben aber auch, wie ich gehört habe, oh, Entschuldigung. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Predoiu, vă mulțumesc și pentru colaborare, dar înainte de toate vă mulțumesc pentru primirea aici la București, alături de delegația mea. Mă bucur de asemenea să-l am alături de mine pe Thomas Hitzlsperger, este mereu plăcut să ai un campion alături de tine, dar de asemenea îl salut și pe domnul Ionuț Lupescu, care a jucat mulți ani în Germania și știu că vă bucurați foarte mult că echipa dumneavoastră de suflet, Leverkusen, a câștigat campionatul Germaniei. Es ist die erste Meisterschaft von Leverkusen, deswegen auch etwas sehr Besonderes. Este primul titlu de campion al formației Leverkusen, de aceea este ceva foarte deosebit. Aber ich habe gehört, Herr Lupescu hat auch eine besondere Funktion in der Fußballmannschaft hier im Innenministerium. Ich werde mit Herrn Hitzlsperger noch verhandeln, ob er das auch bei mir übernehmen möchte. Am aflat că domnul Lupescu are o funcție importantă din punct de vedere al fotbalului și în cadrul Ministerului Român de Interne, așa că voi purta negocieri cu domnul Hitzlsperger dacă dorește să preia și el la rândul lui în cadrul Ministerului nostru o asemenea funcție. Aber nun zu den ernsten Themen. Ich darf mich bei meinem Innenministerkollegen Herrn Pedrujo sehr herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, insbesondere bei der inneren Sicherheit. Es ist für unsere beiden Länder sehr entscheidend, dass wir grenzüberschreitend arbeiten können, sei es mit der Bundespolizei, mit der Grenzpolizei Rumäniens, mit dem BKA und den entsprechenden Organisationen hier in Rumänien. Denn Kriminalität macht nicht an Grenzen Halt und deswegen ist diese internationale Zusammenarbeit so wichtig. Doresc să trec acum la teme serioase și să mulțumesc domnului ministru pentru colaborarea excelentă în ceea ce privește securitatea internă. Este foarte important ca cele două țări să colaboreze foarte bine transfrontalier, fie cu ajutorul Poliției Federale, fie cu ajutorul Poliției Judiciare, BKA, împreună cu autoritățile de resort din România. Este foarte important să colaborăm, pentru că numai la nivel internațional și transfrontalier putem combate criminalitatea. Und Rumänien ist dabei für uns ein sehr wichtiger Partner. Das zeigen auch die Ermittlungserfolge bei sehr großen Verfahren gegen die organisierte Kriminalität, die wir gemeinsam mit den rumänischen Behörden aufklären konnten. România este un partener deosebit de important pentru noi, lucru care s-a dovedit și în cadrul unor dosare importante în materie de criminalitate organizată, pe care le-am rezolvat împreună. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Doresc să mulțumesc în mod deosebit pentru acest lucru. Und wir haben in der Tat vereinbart, dass wir diese Arbeit noch weiter intensivieren werden. Und ich glaube, das wird beiden Ländern, Rumänien und Deutschland, sehr dienen. Am convenit într-adevăr că vom intensifica această colaborare și știu că acest lucru va fi de bun augur pentru ambele țări. Und ich bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit beim Zivil- und Katastrophenschutz. Dort haben wir, wie der Minister gesagt hat, vor kurzem ein MOU unterzeichnet. Das hat mein Staatssekretär Herr Sathoff vor kurzem hier in Rumänien gemacht. După cum a spus și domnul ministru, avem o foarte bună colaborare în domeniul protecției civile, pentru care doresc să mulțumesc. Am semnat un memorandum of understanding prin intermediul domnului secretar de stat Zatov de curând la București.
Gerade im Bereich des zivilen Katastrophenschutzes muss man grenzüberschreitend arbeiten und deshalb halte ich es für sehr wichtig und bedanke mich sehr herzlich, dass wir dort auch unsere Kooperation verdichtet haben. În special în domeniul protecției civile trebuie să colaborăm transfrontalier și vă mulțumesc foarte mult că acest lucru este posibil și funcționează atât de bine. Und natürlich haben wir auch über Migration gesprochen. Der Erfolg von letzter Woche im Europäischen Parlament zum gemeinsamen Asylpaket ist ein sehr wichtiger und großer Erfolg für uns gemeinsam. Desigur am discutat și despre migrație și succesul reportat în Parlamentul European în materie de azil și migrație este o realizare foarte importantă. Und wir haben nach jahrelangen harten Verhandlungen uns auf dieses Paket geeinigt und damit haben wir die Spaltung Europas überwunden und ich bedanke mich ausdrücklich beim rumänischen Innenminister auch für die gute Kooperation in dem Bereich. După ani de discuții și de divizare în interiorul Europei, mă bucur că am ajuns la un consens în privința acestui pact și doresc să mulțumesc încă o dată domnului ministru și României pentru buna colaborare. Das gemeinsame europäische Asylsystem ist der Schlüssel, um Migration zu steuern und humanitäre Standards für Geflüchtete zu schützen. Das geht nur mit einer europäischen Lösung, die auch in der Realität funktioniert. Das heißt, jetzt geht es auch um die Umsetzung dieses Paketes. Sistemul european comun pentru azil și migrație este foarte important și poate funcționa foarte bine numai în comun pentru protecția refugiaților. Wir schützen weiterhin die Menschen, die aus furchtbaren Kriegen vor Terror, Folter und Mord zu uns flüchten. Aber diese Verantwortung wird künftig auf mehr Schultern verteilt sein und erstmals kommen wir zu einer gerechteren Verteilung innerhalb der Europäischen Union. Protejăm oamenii care se refugiază la noi de teroare, de război, de alte lucruri, însă acest lucru nu poate fi realizat decât împreună și acum vom beneficia de o împărțire mai corectă. Aber wir werden, wie der Minister gesagt hat, auch die irreguläre Migration wirksam begrenzen damit. Asylverfahren werden schon an den EU-Außengrenzen geführt werden, wenn Menschen nur eine geringe Aussicht auf Schutzerfolg haben. Însă vom combate, așa cum a spus și domnul ministru, cu succes această migrație ilegală, pentru că, desigur, poți avea succes și să îi descurajezi pe oameni deja de la intrare, dacă ei văd că au șanse puține de a trece frontiera. Diese Grenzverfahren sind ein zentraler Baustein des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Humanitäre Ausnahmen für unbegleitete Kinder und Jugendliche haben wir durchgesetzt, ebenso wie Unterbringungsstandards für Familien mit Kindern. Procedurile acestea de protejare a granițelor sunt un element central al protejării acestora. Avem însă proceduri diferite pentru familii care călătoresc împreună cu copii și în ceea ce privește standardele de cazare pentru refugiați. Nun werden wir das Paket umsetzen müssen. Rumänien wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Auch dafür darf ich mich sehr herzlich bedanken. Es gibt jetzt schon Pilotprojekte, die durchgesetzt werden im Rahmen der Schengen-Vollanwendung. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also die Balance aus Verantwortung und Solidarität ist für uns im Rahmen dieser Umsetzung wichtig. Und ich bedanke mich nochmal bei Rumänien für diesen wichtigen Einsatz. Acum acest pact trebuie implementat. România va juca un rol central în această privință. Doresc să mulțumesc pentru acest lucru. Vor exista și proiecte pilot asupra cărora voi reveni mai târziu. Este important să avem o balanță, un echilibru între solidaritate și responsabilitate. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sehr klar sagen, wir unterstützen weiterhin die Schengen-Vollanwendung für Rumänien, insbesondere auch an den Landgrenzen. Aș dori să subliniez foarte clar faptul că sprijinim în continuare aderarea completă a României la spațiul Schengen și cu granițele terestre. Schengen ist eine wesentliche Errungenschaft unseres europäischen Einigungsprozesses. Gerade in diesen Zeiten müssen wir die Einigkeit und gemeinsame Stärke demonstrieren.
Schengen este o realizare importantă a proiectului nostru european și acum este foarte important să arătăm solidaritate și forță. Und der vom Minister erwähnte Kompromiss mit Österreich ist ein wichtiger Schritt, der seit 2 Wochen in Gang gesetzt wurde. An den Flughäfen und Seegrenzen ist die Schengen-Vollanwendung jetzt in Kraft getreten. Compromisul pe care l-a menționat deja domnul ministru cu Austria, care a intrat în vigoare aproximativ acum 2 săptămâni cu aderarea cu granițele maritime și aeriene, a intrat deja în vigoare. Aber das reicht noch nicht aus. Es ist, wie der Minister gesagt hat, Rumänien hat sich in einen 14-jährigen Prozess begeben und alle Bedingungen der Europäischen Kommission erfüllt. Und deshalb muss nun auch der nächste Schritt erfolgen. Es ist in der Tat eine Frage der Glaubwürdigkeit der Europäischen Kommission. Nu este suficient. După cum a spus și domnul ministru, vorbim de 14 ani în care România a îndeplinit toate condițiile și următorul pas trebuie să fie aderarea completă. Und deswegen wird es auch weiterhin die volle Unterstützung des deutschen Bundeskanzlers und mir geben für die Schengen-Vollanwendung. De aceea va exista în continuare întregul sprijin al Cancelarului Federal și al meu în vederea aderării complete la spațiul Schengen a României. Zum Schluss möchte ich natürlich noch einmal gratulieren zur Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft. În încheiere aș dori să felicit calificarea echipei naționale a României la campionatul european de fotbal. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie bei diesem Heimspiel für Europa dabei sein werden. Mă bucur că veți participa la acest meci pe teren propriu pentru Europa. Diese Fußball-Europameisterschaft soll ein Turnier für ganz Europa werden. Wir wollen zeigen, wofür wir als Ausrichter stehen, für Demokratie und Vielfalt und für ein starkes Europa, das für seine Werte nach innen wie nach außen eintritt. Acest campionat european de fotbal dorim să arate ceea ce reprezentăm noi în cadrul Europei, democrația, diversitatea și o Europa puternică. Und deshalb freue ich mich zum Schluss noch einmal, dass Thomas Hitzlsperger und auch Herr Lupescu heute mit uns hier vorne sitzen und auch für dieses Fußballturnier ihr Gesicht zeigen. Vielen Dank dafür. Și de aceea mă bucur în mod deosebit că se află alături de mine atât Thomas Hitzlsperger cât și domnul Lupescu, care practic dau față acestui campionat și fotbalului. Jetzt, Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister. Vielen, vielen Dank. Erstmal persönlich ist für mich eine große Auszeichnung, heute hier sein zu dürfen. Und ich weiß, Sie hatten schon wichtige Gespräche. Und ich habe das große Privileg, als Fußballbotschafter im Hinblick auf die Europameisterschaft auch hier in Bukarest Gast sein zu dürfen. Und das ist für mich eine große Freude. Vă mulțumesc, doamnă ministru, domnule ministru. La nivel personal este o distincție deosebită să mă aflu aici, la București, și un privilegiu să reprezint Germania ca ambasador al fotbalului și să fiu oaspetele dumneavoastră. Ich möchte auch die Chance nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken bei der deutschen Botschaft, ganz besonders bei Ihnen, Herr Botschafter, Herr Gebauer, für die letzten beiden Tage, dass ich hier sehr viele tolle Menschen treffen durfte, dass ich ein sehr gutes Gespür bekommen habe für das Land Rumänien, für die Menschen, für die Kultur. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich habe in der kurzen Zeit sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht und dafür herzlichen Dank. Aș dori să profit de acest prilej pentru a mulțumi ambasadei Germaniei și în special domnului ambasador Gebauer pentru ultimele 2 zile pe care le-am petrecut aici în România, timp în care am cunoscut oameni deosebiți, mi-am făcut o impresie deosebită despre România, despre oamenii săi, despre cultura sa și am rămas cu o impresie foarte pozitivă. Ganz besonderes Erlebnis war für mich gleich der erste Abend, zusammen mit Ihren Lupescu, das Spiel der Leverkusener mitzuverfolgen und ihn zu sehen, wie er sich freut für seine ehemalige Mannschaft, für seinen ehemaligen Verein, meinen ehemaligen Kollegen Ciprian Marica zu treffen, Vlad Muntianu, all diese bedeutenden Spieler für Rumänien, sie persönlich nochmal zu sehen, mit ihnen zu sprechen
und gleichzeitig nicht nur von Ihnen zu hören, sondern auch zum Ausdruck zu bringen, wie sehr wir uns freuen in Deutschland auf die rumänische Mannschaft und auch auf die Fans aus Rumänien, die dann ihre Mannschaft in Deutschland unterstützen werden. A fost foarte deosebită prima seară pe care am petrecut-o la București, unde am avut prilejul să urmărim meciul în care Leverkusen a câștigat campionatul alături de Ion Lupescu, care s-a bucurat foarte mult de acest lucru, dar am petrecut și alături de Ciprian Marica. Am discutat și m-am întâlnit și cu Vlad Munteanu și ne-am bucurat împreună de participarea echipei României, dar și a suporterilor acesteia în Germania. Die Frau Ministerin hat natürlich schon sehr, sehr gut beschrieben, was diese Europameisterschaft für uns in Deutschland bedeutet. Das ganz Besondere am Fußball, und ich durfte das lange am eigenen Leib erfahren, was Fußball für mich bedeutet, welche integrative Kraft Fußball hat. Und die letzten zwei Tage und auch heute nochmal haben das deutlich unterstrichen. Und genau diese Chance, die Fußball ermöglicht, Begegnungen herzustellen, Begegnungen zwischen zuerst mal fremden Menschen, aus denen später Freunde werden, weil sie über Fußball sprechen. Etwas grundsätzlich sehr, sehr Positives, Fußball, das uns zusammenbringen kann, das Emotionen erzeugt, im besten Fall fast immer positive Emotionen, und dass wir die ausleben dürfen. Und daher in meiner Rolle als Botschafter, als Fußballbotschafter, bin ich sehr, sehr gerne hier und möchte einfach nochmal vermitteln, dass wir diese integrative Kraft des Fußballs in Deutschland in diesem Monat zwischen dem 14. Juni und 14. Juli ganz besonders nochmal uns zu eigen machen wollen, damit viele Begegnungen entstehen und im besten Fall langfristige Freundschaften. Doamna ministru a descris deja ce înseamnă acest campionat european de fotbal pentru noi. Din ceea ce mă privește, având în vedere că vin din interiorul acestui fenomen și știu din interior ce forță de integrare poate avea acest sport, pot să vă spun că aceste ultimele două zile au arătat cât de importante sunt aceste întâlniri unde oameni străini peste timp devin prieteni prin intermediul acestui element comun, fotbalul, care de cele mai multe ori generează energii pozitive și pe care îl trăim cu toții cu toată puterea. De aceea mă aflu cu mare drag aici, în acest rol de ambasador al fotbalului și sper ca în această lună, între 14 iunie și 14 iulie, să putem să demonstrăm că acest rol al fotbalului de liant și de generator de prietenii este posibil. Uns ist durchaus bewusst, dass die Ausrichtung eines solchen Turniers auch Verantwortung mit sich bringt, vor allen Dingen was die soziale und ökologische Nachhaltigkeit betrifft. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen, dass zum einen, dass keine neuen Stadien gebaut wurden für dieses Turnier und zum anderen auch zu den Spielstätten zu kommen. Es ist natürlich wichtig, die Angebote zu nutzen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch günstige Angebote, die zu nutzen. Und ich habe es am ersten Tag schon gesagt, ich würde hier von niemandem verlangen, mit dem Zug aus Bukarest nach Deutschland anzureisen. Aber wenn man in Deutschland ist, glaube ich, gibt es sehr gute Möglichkeiten, nachhaltig zu reisen. Das ist die Verantwortung, die damit einhergeht. Și desigur că organizarea unei asemenea competiții aduce cu sine și responsabilitate socială, dar și ecologică. Și aș dori să dau doar două exemple. Nu au fost construit niciun stadion nou și de asemenea există posibilitatea utilizării transportului în comun foarte ieftin. Desigur, așa cum am mai spus, nu cer nimănui să călătorească cu trenul de la București în Germania, dar se poate utiliza în interiorul Germaniei, se poate profita de această ofertă. Und zum Abschluss auch nochmal von mir sei gesagt, herzlichen Glückwunsch an das Team der rumänischen Nationalmannschaft für die Qualifikation. Ich habe gestern schon versprochen, es ist mein großes Ziel, auch die Mannschaft in Würzburg im Teamcamp mal zu besuchen. Und seit zwei Tagen haben sie einen Fan mehr und das bin ich. Vielen Dank. În încheiere, aș dori și la rândul meu să felicit echipa națională a României de fotbal pentru calificare. Obiectivul meu important este să-i vizitez la Würzburg, acolo unde vor fi staționați, și să vă spun că echipa națională a României a câștigat un suporter suplimentar și anume pe mine. Mulțumesc, doamnă ministru, vă mulțumesc, domnule Thomas Hitzlsperger.
Trebuie precizat că Ministerul German de Interne are importante atribuții în organizarea în bune condiții a campionatului mondial european de fotbal masculin. Ich danke Ihnen sehr geehrte Frau Bundesminister, ich danke Ihnen Herr Botschafter. Es muss ja aber auch gesagt werden, dass das Bundesministerium für Inneres in Deutschland auch zusätzliche Zuständigkeiten hat in der Organisierung der Meisterschaft. Din perspectiva asigurării ordinii publice și a siguranței publice. Auch bezüglich der Sicherung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit während der Meisterschaft. Bunuri fără de care drepturile nu se pot exercita. Ohne dieses kann man eigentlich die Rechte als Bürger gar nicht entgegennehmen. Și acesta este motivul pentru care am avut astăzi discuții din perspectiva ministerilor de interne despre acest campionat. Das ist der Grund, warum wir heute auch Gespräche geführt haben aus den Ansichtspunkten der Innenministerien bezüglich dieser Meisterschaft. Pentru că și ministerul nostru de interne contribuie la acest efort. Auch unser Innenministerium trägt bei. Colegii delegați să sprijine colegii germani pe parcursul acestui campionat. Wir schicken auch Mitarbeiter von uns, um die deutschen Kollegen zu unterstützen. În plus, la Ministerul de Interne, după cum știți, fotbalul este atașat acestei agende importante a Ministerului de foarte mult timp, o tradiție îndelungată. Wir haben eine große Tradition, auch mit Bezug auf Fußball und dem Innenministerium. Și aceasta m-a făcut să îl invit pe domnul Lupescu aici, nu numai pentru a echilibra reprezentarea la conferința de presă, ci pentru că dânsul chiar are responsabilități în clubul de fotbal Dinamo. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, Herr Lupescu heute hier einzuladen. Clubul sportiv Dinamo. Denn er hat selbst auch Zuständigkeiten im Rahmen unseres sportlichen Clubs des Innenministeriums Dinamo. Așa că îi dau cuvântul să spună câteva cuvinte. Deshalb bitten wir Herr Lupescu zu Wort. Mulțumesc, domnul ministru, doamna ministru Feser, dragă Thomas și din partea mea, în calitate de președinte onorar al Clubului Sportiv Dinamo, un călduros bine ați venit. Herzlich willkommen auch meinerseits, sehr geehrter Minister, danke schön, sehr geehrte Frau Bundesminister, lieber Thomas, danke Ihnen, willkommen in Bucharest. Și de asemenea, domnului ambasador Pergeba, care în afara calității de mare diplomat, unește fotbalul german cu cel românesc. Auch an Herr Gebauer unseren herzlichen Dank, weil er nicht nur politischer Botschafter hier ist, sondern auch Verbindungsglied zwischen dem deutschen und rumänischen Fußball darstellt. Sunt poate între puținii care am avut norocul să particip la un campionat european atât ca jucător, ca și conducător și ca angajat al UEFA. Ich bin einer der ganz wenigen, die das große Glück hatten, bei einer Meisterschaft dabei zu sein, sowohl als Spieler als auch Koordinator und Leiter seitens der UEFA. Și știu foarte bine ce înseamnă pentru UEFA să organizeze cea mai mare competiție a lor, campionatul european. Und ich kenne mich sehr gut aus, was für Anstrengungen das bedeutet für UEFA, so eine große Meisterschaft, die größte Meisterschaft eigentlich für UEFA zu organisieren. Și știu că oamenii sunt foarte fericiți că anul acesta acest campionat european va fi găzduit de Germania. Und ich weiß es ganz bestimmt, dass die Leute bei der UEFA sehr froh sind, dass dieses Jahr Deutschland an die Reihe ist zur Organisierung. De ce? Pentru că, așa cum a spus și doamna ministru, am stat aproape 10 ani în Germania și cunosc foarte bine ce înseamnă organizarea, ce înseamnă fotbalul, fotbalul înseamnă religie acolo. Ich weiß das ganz gut. Ich habe schon 10 Jahre verbracht in Deutschland und ich weiß, was Fußball in Deutschland bedeutet und was Organisation dort bedeutet. Das ist Fußball ist Religion in Deutschland. Și sunt sigur că va fi poate cel mai bun campionat european din istoria UEFA. Und ich bin sicher, das wird eigentlich die beste Meisterschaft in der Geschichte der UEFA sein. Datorită faptului că au cele mai bune stadioane din lume. Weil ihr die besten Stadien der Welt habt. Pentru că au oameni suporteri care iubesc acest sport. Weil ihr Fans habt, die wirklich diesen Sport lieben. Nu mai vorbesc de organizare ca și mobilitate, transport și bineînțeles cazare. Ich spreche auch über Organisation und Mobilität und Bewegung und Unterkünfte. Doamna ministru, noi avem echipa națională s-a calificat după 8 ani din nou la un campionat european. Frau Bundesministerin, auch Rumänien ist jetzt dabei nach 8 Jahren bei der Europameisterschaft. O mare comunitate de fani a echipei naționale nu numai în România, ci în Europa. Und wir haben eine große Gemeinschaft der rumänischen Fans überall in Europa, nicht nur in Rumänien. Sunt sigur că meciurile echipei noastre vor fi sold out, în special ceea ce privește biletele pe care le va primi suporterii noștri. Ich bin sicher, dass unsere Fans alle Tickets kaufen werden und es wird sold out sein bei allen unseren Spielen. Dar de asemenea sunt și sigur că suporterii noștri știu să se comporte. Und ich bin sicher, dass unsere Fans nu creeze probleme în sich auch benehmen werden und keine Probleme in Deutschland vorbereiten werden.
De asemenea, doar câteva cuvinte despre clubul sportiv Dinamo. Este cel mai mare club sportiv pe care l-are România. Über unseren Sportclub Dinamo, das ist eigentlich der größte Sportclub in Rumänien. Avem 40 de secții de sport. Wir haben unterschied 40 Abteilungen. Care sunt patronate de Ministerul de Interne. In der Obhut des Innenministeriums. De peste 75 de ani, dacă nu mă înșel. Über 75 Jahre alt. Și împreună cu domnul ministru și cu echipa dânsului am reușit anul acesta să obținem ultima semnătură din partea premierului pentru construirea unui nou stadion. Und zusammen mit der Unterstützung von Herrn Minister haben wir von unserem Ministerpräsidenten die letzte Unterschrift bekommen für den Aufbau eines neuen Stadions. O arenă multifuncțională de 25.000 de locuri. Multifuncțions-arena. Și care va fi gata în sperăm în 25-30 de luni. In 25-30 Monaten soll das fertig sein. Ceea ce cred eu că va revigora din nou sportul dinamovist și das este important pentru toată suflarea dinamovistă. Das ist sehr wichtig für alle Dinamo-Unterstützer und wird ganz bestimmt unsere Sporttätigkeiten verbessern. De asemenea, oricând, cu mare plăcere, vă așteptăm să reveniți în România și în București. Jederzeit începe sezonul frumos acum la noi. Jederzeit sind Sie willkommen in Bucharest und in Rumänien, insbesondere da jetzt das schöne Wetter anfängt. Mulțumesc. Danke Ihnen. Și tuturor, mulțumesc și prese care este de față. Trecem la întrebări. Fragen. Da, Fragen. Sie haben etwas erwähnt über die Minderjährigen und die Familien. Ich glaube, das ist ein bisschen missverstanden. Er versteht das auch. Ist das gültig auch für die Fans, die nach Deutschland reisen, zu Fußballspielen, oder war das anders gemeint? Vielleicht ein bisschen hier tiefer reingehen. Es geht ja eigentlich mehr um Migranten als. Genau. Der Schutz der Minderheiten, also der Kinder und Jugendlichen, da ging es um die Außengrenzenlager, die jetzt nach dem neuen europäischen Asylsystem möglich sind. Und Deutschland hat sich sehr stark gemacht, dass es dort gute Bedingungen, insbesondere für Familien gibt, hat aber mit der Fußball-Europameisterschaft nichts zu tun. Nu, protecția minorilor este în contextul lagărelor la frontierele externe ale Uniunii Europene, în contextul noului sistem privind migrația și azilul. Se referă mai degrabă la cetățeni din state terțe, nu la cei din Uniunea Europeană. Și la proceduri de azil, nu de călătorie. Am luat o întrebare din stânga, luăm una din dreapta, acum și alternativ, ca să fie interpretări politice. Vă rog. Teilweise sind wir jetzt auch Schengen-Mitglieder. Gibt es noch weitere Kontrollen in den Flughäfen in Deutschland? Und was müssten die rumänischen Staatsbürger wissen, wenn sie über Landgrenzen nach Deutschland kommen? Also bislang ist es so, dass für die rumänischen Fans, die jetzt nach Deutschland kommen, es keine gesonderten Kontrollen mehr außerhalb des Schengen-Raumes gibt. Es gibt ja in Flughäfen unterschiedliche Linien, wo man kontrolliert wird. Da gibt es einmal den Schengen-Raum, dazu gehört jetzt Rumänien. Das heißt, es geht etwas schneller. Es gibt einen besseren Datenaustausch, deswegen geht das schneller bei der Einreise. Die Einreise über die Landgrenze dauert etwas länger. Das ist noch der Unterschied, aber wir arbeiten daran, dass möglichst bald die Schengen-Vollanwendung für Rumänien auch eintritt. Deutschland hätte bereits vor 2 Jahren dieser Vollanwendung zugestimmt. Din partea stângă, acum vă rog. Până acum situația este de așa natură că fanii români care sosesc în Germania nu vor beneficia de controle diferite față de cele în cadrul sistemului Schengen. Asta înseamnă că va fi o derulare mult mai rapidă a procedurilor de control la intrare. În ceea ce privește intrarea pe cale terestră, desigur, este mai de durată, dar ne străduim ca cât de curând să se îndeplinească și aderarea completă a României la spațiul Schengen, lucru care ar fi fost posibil acum 2 ani, dacă era după părerea Germaniei. Bun.
Doamnă ministru, colegul dumneavoastră a menționat deja problemele de securitate în cadrul organizării campionatului european de fotbal. Ce concept veți avea pentru o derulare fără incidente și pentru domnul Hitzlsperger, dacă aceste proceduri vor avea efecte negative asupra fanilor? Ja, ganz herzlichen Dank. Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft hat natürlich für uns in Deutschland die höchste Priorität. Wir wappnen uns gegen alle möglichen Bedrohungslagen. Das fängt an beim Schutz von potenziellen Gewalttaten, geht weiter über Terrorismus bis zur Kriminalität, zur Sicherheit vor allen Dingen unserer Netze bei Cyberangriffen. Das wird diesmal eine besondere Rolle spielen bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Das ist eine digital ausgeführte Fußball-Europameisterschaft, zum Beispiel was die Tickets betrifft. Insofern spielt es auch für die Sicherheit eine große Rolle und wir haben ein gemeinsames Polizei, eine Polizeiorganisation quasi während der Fußball-Europameisterschaft, die unter der Leitung von Nordrhein-Westfalen in Neuss stattfindet, das sogenannte IPCC. Dort werden auch die internationalen Unterstützungskräfte mit angedockt sein. Wir haben eine große Zusammenarbeit, wie wir sie auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft hatten, mit allen Ländern, die beteiligt sind. Also insofern etwas sehr Wichtiges für uns und hat höchste Priorität in sehr enger Kooperation mit den Bundesländern, die natürlich die meisten der Sicherheitskräfte stellen werden. Vă mulțumesc foarte mult. Procedurile de securitate la campionatul european de fotbal au o prioritate absolută pentru noi. Ne referim în principal la protecția față de criminalitate, protecție față de terorism, de atacuri cyber și de alte feluri de atacuri. Este un rol foarte important, este un campionat european de fotbal care se desfășoară și în sistem digital, dacă ne referim la sistemul de ticketing. Avem o colaborare polițienească foarte bună în coordonarea autorităților din landul Renania de Nord-Vestfalia cu sediu la Neuss, așa numitul centru IPCC, unde vor fi localizate și forțele internaționale care ne sprijină în cadrul acestor demersuri. Ca și la campionatul mondial de fotbal, colaborăm cu toate țările participante și acest lucru are o prioritate absolută pentru noi și în colaborare cu landurile federale, pentru că landurile sunt cele care pun la dispoziție forțele polițienești necesare. Ich würde vielleicht nur ergänzen, das, was die Frau Bundesministerin gerade ausgeführt hat. Allen ist bewusst, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Ich persönlich habe großes Vertrauen, dass das dem auch so ist, dass es auch Fußballspiele werden, ein Turnier wird, wo wir über Fußball sprechen. Ich habe bisher eigentlich nichts ausgemacht, dass Unsicherheit entstanden ist und alle Gespräche, die sich um dieses Turnier drehen, basieren bisher auf Fußball und auf dieses Integrative, was ich vorher angesprochen habe. Also ich habe großes Vertrauen und klar, wenn was passiert, aber darüber würde ich jetzt auch gar nicht sprechen wollen, sondern bisher ist Fußball im Vordergrund. Aș dori să completez că cu toții suntem conștienți de prioritatea absolută pe care o are securitatea. Discuțiile pe care le-am purtat până acum și pe care doresc să le port în continuare au în plan principal fotbalul și așa aș dori să rămână fotbalul și rolul integrator al acestuia. Mulțumesc! Vă rog aici, în dreapta. O întrebare adresată dumneavoastră, domnule ministru, au existat situații privind spionajul din partea Rusiei
și a dezinformărilor. Au existat cazuri în Austria, a existat un caz și la noi, la serviciul de informare internă. Care este situația la dumneavoastră, ce operațiuni întreprindeți și ce succes ar avea în privința dezinformării? În primul rând sunt convins că echipa națională de fotbal nu conține niciun spion, deci Anders, cred că muss bekannt gegeben werden, dass die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft keine Spione beinhaltet. Sub acest aspect campionatul european e aus diesem Standpunkt ist die Meisterschaft sicher in Händen. În al doilea rând, zic că e o temă serioasă. Zweitens ist es ein sehr serioses Thema. Și delicată. Und delicat. Cu privire la maniera în care Rusia își promovează mesajele pe rețelele de socializare și wie Russland ihre Nachrichten im online social mainstream. Direcția clară de subminare a valorilor noastre europene și de destabilizarea Uniunii Europene. Untermauerung unserer Werte. Cred că mai sunt un secret pentru nimeni. Das ist kein Geheimnis für niemand mehr. Presa vorbește deschis despre ele. Die Presse spricht darüber offen. Și fără îndoială că ține foarte mult de modul în care noi reușim să comunicăm către cetățenii noștri. Und das hängt auch damit zusammen, wie wir selber kommunizieren. Problemele care ne confruntăm și soluțiile pe care le promovăm bazate pe valorile europene. Die Probleme, die wir haben und die Lösungen, die wir finden. Va contribui mult la anihilarea acestui tip de mesaj anti-european. Das wird auch dazu beitragen, auch diese Nachrichten zu bekämpfen im anti-europäischen Sinne. În ceea ce privește operațiunile de spionaj, respectiv contraspionaj, bezüglich Spionage und Bekämpfung des Spionage, țin de un alt domeniu decât cel pe care ne ocupăm noi, anderes Bereich, das ich persönlich betreue, afacerilor interne și în general, für innere Angelegenheiten zuständig. Sunt chestiuni despre care în spațiu public se vorbește mai puțin. Und es ist Sache, sind Sachen, die weniger angesprochen werden im öffentlichen Raum. În orice caz, ce pot să vă confirm este că was ich bestätigen darf, România nu a experimentat o astfel de situație, cel puțin de dată recentă. Wir hatten vor kurzem keine solche Erfahrungen in Rumänien gehabt. Și sunt convins că toate agențiile române, în funcție de competența lor, vor continua să performeze. Und alle unsere Nachrichtendienste, abhängig von ihrer konkreten Zuständigkeiten, weiterhin sehr gut arbeiten werden. În ceea ce noi numim complexul de instituții privind siguranța și ordinea publică. Das ist ein Gesamtrahmen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Ce pot să vă spun însă este că între Ministerul de Interne, was ich bestätigen prin structurile sale, unser Innenministerium mit unseren Strukturen și celelalte agenții ale statului cu atribuții în domeniul ordinii siguranței publice, und die anderen Nachrichtendienste der Rumänien, există o foarte bună colaborare, gibt es eine sehr gute und enge Zusammenarbeit, și acest lucru a fost baza unor operațiuni de succes în ceea ce privește menținerea ordinii și liniștii publice. Das war auch der Grundstein für Erfolge in konkreten Fällen, contracărării terorismului, Ordnung und Sicherheit, Bekämpfung des Terrorismus, și menținerea unui nivel de siguranță publică foarte ridicat. Und einem hohen, sehr hohen Ebene der öffentlichen Sicherheit in Rumänien. România este o țară cu un foarte ridicat nivel de siguranță publică. Wir in haben Europa. In Rumänien mit Bezug auf anderen europäischen Mitgliedstaaten ein sehr hohes Ebene an öffentliche Sicherheit. Lucru confirmat și de statistici. Das ist auch statistisch bewiesen. Dar și de discuțiile cu colegii noștri europeni. Aber auch aus den Gesprächen, die ich mit meinen Amtskollegen in Europa hatte. Și asta este mulțumită celor care zi de zi, ore de oră, servesc în armele Ministerului Afacerilor Interne. Und wir sind dafür dankbar an unsere Mitarbeiter in allen den Abteilungen des Innenministeriums. Poliții, jandarmi, poliții de frontieră, jandarmerie, grenzpolizei, pompieri salvatori, Rettungsdienste, Feuerwehrmänner. Mi-aș dori mai mult în ceea ce privește aprecierea față de efortul lor. Și foarte onest și deschis cu dumneavoastră. Ich würde sehr ernst mit Ihnen jetzt sein und sehr offen, indem wir mehr Anerkennung an die Arbeit dieser Leute wünschen. Foarte dur criticați atunci când se întâmplă evenimente pe zona de ordine publică. Sie werden sehr stark kritisiert, wenn etwas passiert. În care doar aparent ar putea avea o culpă. Augenscheinlich gab es eine Schuld. Există foarte mari așteptări de la dânsii. Es gibt sehr hohe Erwartungen. Ceea ce e firesc. Es ist auch normal so. Pentru cetățean, ordinea publică, siguranța e importantă. Ist sehr wichtig, dass er Sicherheit hat.
Dar în același timp eu invit publicul din România, pe cetățenii noștri, lade ich unser Publikum ein, unsere Staatsbürger, să observe și efortul și reușitele acestor colegi ai noștri. Die Anstrengungen und die Erfolge beabsichtigt werden. Aș vrea să dau numai recent un exemplu, un caz foarte complicat de crimă rezolvat într-un timp record de polițiștii noștri, în 7 zile. In 7 Tagen gelöst. Și care totuși au fost criticați pe alocuri nedrept. Und obwohl sie sehr stark kritisiert worden sind in der Deși s-a demonstrat procedural că dânșii au făcut exact wurde și complet, richtig gemacht und complet, și complet tot ceea ce le-a cerut legea. Das, was das Gesetz vorsah, wurde auch durchgeführt. Și au demonstrat abilitatea de a afla rapid date informații esențiale și au prins criminalul într-un timp record. Cu probe indubitabile. Și sunt multe, multe alte exemple. Vorbind de migrație, România demonstrează o migrație practic ilegală zero aproape. Eram ilegală migrație, riscul nul. Și acest lucru cred că trebuie apreciat. Und das muss man als gut bewerten. Sunt poate prea multe exemple ce pot fi date și nu e timpul necesar. Sehr viele Beispiele, die wir geben können, aber keine Zeit jetzt dafür. Dar ca să rezum întrebarea noastră, nu avem astfel de provocări în acest moment. Keine solche Herausforderungen vor kurzem registriert. Traducem? Traducem? Din momentul în care au apărut primele semne clare ale acestui incident, au trecut 7 zile și criminalul a fost identificat. Deci, der Mörder wurde identifiziert nach 7 Tagen nach der Tat. Iar semnalarea respectivă nu s-a făcut înainte. Und die Bekanntgabe wurde nicht 30 deci toate datele au indicat că polițiștii noștri, în momentul în care au avut informații, nici măcar certe, ci informații clare, au fost puse în mișcare toate procedurile și cred că rezultatul este de necontestat. Și nu e vorba doar de acest caz. Eu am vorbit la modul general. În raport de ce resurse au, ce deficite au de personal, eu cred că nivelul de siguranță publică demonstrat în România este, să spun, îndestulător pentru nivelul de așteptare pe care îl avem cu toții. Fără îndoială că mai sunt lucruri de făcut și în fiecare zi avem astfel de discuții și pe zona de combatere a drogurilor și pe zona de Erwartungen sind sehr hoch, wir haben sehr viel zu tun auch im Bereich Drogen. Traficul de persoane sau crime cu violență. Dar criminalitate. Vă rog să vă uitați că statisticile totuși indică o descreștere de la an la an acestor. Iar intervențiile vor crește mai departe pe toate zonele. Am cerut inclusiv astăzi în ședință ridicarea nivelului de atenție, de alertă și de intervenție pe toate aceste fapte grave. Ich habe auch heute in einer Sitzung allen meinen Mitarbeitern beantragt, dass wir mehr Aufmerksamkeit insbesondere in Gewalttaten widmen werden. Erst einmal, vielleicht haben Sie irgendwelche Sachen den Leuten bekannt zu geben, was sie tun sollen, Transportmöglichkeiten, Unterkunft, wie sie sich benehmen sollen. Und zweitens, Frau Bundesministerin, werden Sie auch in anderen europäischen Ländern Ihre Reise fortführen für die Bekanntgabe des Europameisterschaft? Ich mache das bei all meinen Reisen, dass ich für die Europameisterschaft in den Austragungsorten natürlich sehr stark werbe. Die Verhaltensweisen, ich glaube, das, was wir in Europa miteinander auch von normalen Besucherinnen und Besuchern erwarten, sowohl wenn Deutsche hier nach Bukarest kommen, wie sie sich zu verhalten haben, so erwarten wir natürlich auch, dass die Besucherinnen und Besucher sich dann bei uns in Deutschland verhalten. În toate călătoriile mele fac
propagandă, ca să zic așa, pentru campionatul nostru de fotbal. În ceea ce privește comportamentul în cadrul campionatului european, ne așteptăm la același comportament pe care îl sperăm și de la germanii care călătoresc la București. Deci un comportament normal. Und da es eine sehr nachhaltige Europameisterschaft ist, wie Herr Hitzelsberger schon gesagt hat, würden wir uns sehr freuen, wenn die Besucherinnen und Besucher aus Rumänien, aber auch aus den anderen teilnehmenden europäischen Staaten bei uns in Deutschland, wenn sie dann da sind, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um zum Fußball zu kommen. Oder aber auch, wir haben ja nicht nur die Besucherinnen und Besucher, die in die Stadien gehen, bei den Fußballspielen zuzugucken, sondern wir haben ja ein Vielfaches davon an Besucherinnen und Besucher aus Europa, die an dem Fußballfest insgesamt teilnehmen, die in unsere Fanzones gehen und beim Public Viewing dabei sind. Wir rechnen mit 12 Millionen Besucherinnen und Besucher und in den Stadien werden nur 2,7 Millionen sein. Insofern appellieren wir an alle, die öffentlichen Verkehrsmittel auch zu nutzen. În ceea ce privește campionatul, acesta este unul sustenabil, cum a spus și Thomas Hitzelsberger, și ne-am dorit ca atât românii care vin să vizioneze meciurile, cât și cei din alte țări să facă uz de transportul public, nu doar pentru a merge la meciuri în stadioane, ci așteptăm acest lucru și de la ceilalți vizitatori care nu vor merge în stadion, ci vor merge în fan zone, vor participa la public viewings. În total ne așteptăm la un număr de 12 milioane de vizitatori, dintre care doar 2,7 vor fi la stadioane. Invitația mea și, nu recomandare, dar invitația mea către toți suporterii români care călătoresc în Germania cu ocazia acestui campionat, dar nu numai. Meine Einladung an alle Teilnehmer aus Rumänien bei dieser Europameisterschaft, aber nicht nur. Este desigur să încurajeze echipa națională cât als erstes sollen sie Fans der rumänischen Nationalmannschaft sein und uns auch unterstützen. Dar în același timp să nu uite că fiecare dintre ei și toți la oaltă reprezintă România. Aber gleichzeitig nicht vergessen, dass jeder einzelne und auch alle zusammen Rumänien vertreten. Prin tot ceea ce fac acolo unde merg. Mit all dem, was sie dort tun werden. Să nu uite acest lucru că reprezintă România. Das sollen sie nicht vergessen, dass sie Rumänien vertreten. Mulțumesc. Dankeschön. Programul a ieșit mult, mult din ceea ce au stabilit și ceea ce am stabilit împreună, pentru că dânsi sunt ținut și de plecarea, de ora avionului. One more. Da, vor fi și polițiști români în Germania. Nu vorbim de bucătăria combaterii. Ja, es werden sein, aber wir können nicht Details geben. Cum n-am vorbit de cea combaterii spionajului? Wir haben auch über Spionage nicht gesprochen. Despre bucătării nu vorbim, dar da, merg polițiști români acolo. Ja, rumänische Beamten werden vor Ort sein. Merg și jandarmi, în total și un ofițer de informații. Deci sunt total un contingent deocamdată de 21 de colegi. 21 beamte. Dar putem mări dacă gazdele noastre ne solicită. Aver. Își vor face meseria cu cinste. Vă mulțumesc foarte mult. Ne cerem scuze că limităm aici conferința de presă. Ne bucură interesul noastră, dar mai avem danke și alte interese. Activități danke împreună. Schön. Wir haben jetzt ein Programm weiterzuführen. Die Pressekonferenz wird beendet. Danke schön. Inclusiv presei germane, mulțumesc.